Guten Morgen, Peter. Guten Morgen, Heidi. Die Ziegen können es heute kaum abwarten, bis wir auf der Alm sind. Na, wenn das kein herrlicher Tag in den Bergen wird. Hm. Hast du vergessen, dass ich dich nicht begleite? Hä? Wieso? Was hast du vor? Heute Mittag kommt Clara. Sie bleibt den ganzen Sommer bei uns. Du meinst die Clara, die nicht laufen kann? Natürlich. Wer denn sonst? Was glaubst du, wie viele Claras ich kenne? Und ihr wollt mit ihr in der Hütte wohnen? Das könnte schwierig werden mit dem Rollstuhl da oben. Nein, das geht schon. Außerdem glaube ich fest daran, dass sie hier wieder laufen lernt. Und dann werden wir ihn sowieso nicht mehr brauchen. Hm. Wenn du das sagst. Ich kann nicht länger bleiben. Großvater und ich müssen für ihre Ankunft noch einiges vorbereiten. Bis heute. Da kommen sie. Warte, bis der Zug hält. Diese herrliche Luft. Hm. Vielen Dank. Das wäre dann geschafft, Fräulein. Sie waren wirklich sehr freundlich. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Dörfli. Vielen Dank, Herr Schaffner. Clara! Heidi! Endlich! Oh, Clara, wie ich mich freue, dich zu sehen. Ich mich auch, Heidi. Darf ich vorstellen, Pieple? Guten Morgen, Adelheid. Guten Morgen, Fräulein. Wirklich entzückend, Adelheid. Du weißt also noch, was man dir in Frankfurt über gutes Benehmen beigebracht hat. Guten Morgen. Darf ich vorstellen, Großvater? Das ist Clara. Und das ist Fräulein Rottenmeier, ihre Erzieherin. Clara? Fräulein Rottenfeuer? Herzlich willkommen im Dörfli. Verzeihung, aber es heißt Rottenmeier. Oh, das tut mir leid. Rottenmeier natürlich. Wir sollten jetzt gehen, Adelheid. Clara muss sich erst mal ausruhen. Erste Station. Großvaters Gutshaus. Es ist größer, als ich dachte. Ihr Haus sieht wirklich sehr komfortabel aus. Mhm. Heute Nacht schlafen wir noch hier. Und ab morgen wohnen wir dann wieder in unserer Hütte. Was, eine Hütte? Aber... Ja, da oben. In den Bergen. Wir machen dort gleich eine Brotzeit, dann werden Sie ja sehen. In den Bergen? Ich glaube nicht, dass wir Clara so etwas zumuten können. Keine Sorge. Die Hütte ist einfach, aber gemütlich. Ich bringe nur ihr Gepäck rein. Heidi und ich haben schon den Proviant vorbereitet. Clara braucht dringend ihre Ruhepausen. Hm. Das ist sehr wichtig für sie. Ihr Vater würde nicht wollen, sie kann sich auf der Alm ausruhen.